Alright, Friends, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Channel-News-Folge. Sehr, sehr lang ist mal wieder her. Aber ihr wisst ja, das Format kommt eigentlich nur noch, wenn ich es fühle. Und ich muss sagen, ich fühle es einfach. Also ich werde wahrscheinlich dieses Mal ein bisschen es anders gestalten. Ich werde wahrscheinlich die Games-Hot einfach muten und ein bisschen gechillte Musik drunter legen. Ich denke, das bringt aktuell die Vibes und die Message, die ich rüberbringen möchte, glaube ich, besser rüber, beziehungsweise unterstreicht das Ganze mehr so. Ja, dieses Thema, was ich jetzt ansprechen möchte, beziehungsweise ja eigentlich dann für euch heute, schwirrt schon sehr, sehr lange bei mir im Kopf. Real Talk, ich glaube, ich wollte dieses Thema eigentlich schon vor 2 Wochen, vielleicht sogar 3, vielleicht sogar 1 Monat ansprechen, aber ich würde eher zwischen 2 bis 3 Wochen tendieren. Ja, egal, auf jeden Fall sagen wir einfach 2,5 Wochen. Schwirrt es auf jeden Fall bei mir im Kopf rum und wollte eigentlich schon die ganze Zeit ein Video dazu machen, nicht mal Channel News. Und dann dachte ich mir, bringe ich das als Channel News? Und dann dachte ich mir, nee, komm, das ist wieder, nee, kannst du nicht bringen, bla bla bla. Also, bevor ich anfange, nein, nicht wie immer, lasst ein Like da, bla bla bla. Natürlich, sehr gerne, abonniert diesen Kanal, bla bla bla. Ihr wisst, wie das Ganze läuft, brauche ich nicht erklären, nicht in den Channel News, guckt eh keiner. Was ich ansprechen möchte, ist dieses Video. Das heutige Thema wird sehr, sehr deep, sehr, sehr emotional eigentlich. Falls ihr ebenfalls ein bisschen nicht depri seid, aber ne, emotionaler, dann schaut dieses Video nicht an. Und falls ihr überhaupt allgemein gar keinen Bock habt auf so emotionalen Deep Talk oder was weiß ich, dann ja, schaut das Video ebenfalls nicht, I guess. Trotzdem vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns einfach in einem regulären Video wieder, würde ich mal so sagen. Also, kommen wir auch zur Sache, die ich ansprechen möchte. Und zwar, ich habe keinen großen Thementitel für das hier. Ich denke an sich einfach irgendein Titel, den ich nehmen könnte, ist zwischen Verzweiflung und Akzeptanz. Würde das maybe so ein bisschen abrunden. Ich weiß, es ist sehr verwirrend wahrscheinlich. Was ich damit meine ist, ich mache ja jetzt YouTube und mittlerweile auch Twitch. Oder ist Twitch mittlerweile? Ich glaube nur YouTube, ne? Twitch kommt erst in 2,5 Monaten auf die 5 Jahre, glaube ich. Kann sein. Egal, auf jeden Fall mache ich YouTube jetzt 5 Jahre. Fast 5,5 tatsächlich sogar. In 2 Monaten sind es 5,5 Jahre. Sehr, sehr lange Zeit, Alter. Holy shit. Und ich habe ja in der Zeit schon wirklich allen möglichen Shit gebracht und auch allen möglichen Shit verkackt. Ne? Manches kam richtig gut an. Dann habe ich es auch nicht mehr gebracht, weil ich es einfach nicht mehr gefühlt habe. Oder weil Leute mich so gesehen im Stich gelassen haben. Oder manches kam gut an. Ich habe es aber gelassen, weil mir ein paar Leute in dieser in Anführungszeichen Community des jeweiligen Games nicht gepasst haben, anstatt die einfach zu ignorieren oder zu blockieren oder zu bannen auf dem Channel. Ich habe es mir einfach bei einigen Bereichen in manchen Spielen nicht verkackt, aber ein bisschen verbaut, ne, seien wir ehrlich, weil die Projekte kamen für meine damalige Größe extremst gut an und hat sehr, sehr viel frische Leute auf den Kanal gebracht. Aber natürlich ging das Ganze viel zu kurz und die Leute sind direkt wieder abgehauen. Was auch ein bisschen schade ist, aber ja, wie bereits gesagt, ist so ein bisschen Eigenverschulden, was auf jeden Fall ziemlich Müll ist. Danke für die Blaue und danke für nichts. So, aber wir haben einen sehr, sehr guten Vorsprung. Die CPU ist auch auf Casual eingestellt, da sollten wir keine Probleme haben. Ich möchte einfach nur gerade ein bisschen driften. So, ja, also, ich habe es mir natürlich projektetechnisch ein bisschen selber verbaut und habe jetzt natürlich, es ist Sommer und so, Sommer läuft auf YouTube immer grottenhaft. Es kann auch aktuell einfach wieder ein Loch sein, aber ich habe es halt einfach bemerkt seit
Oh, weiß ich nicht. Seit 2 Monaten jetzt, vielleicht wenn ihr das seht, knapp 3 Monate. Ich weiß nicht, wann ich das Video veröffentliche. I don't know. Ich werde aber auch nicht sagen, wann ich es aufgenommen habe. Also es wird einfach ein Mystery bleiben. Ja, ist halt der Channel wirklich fucking dead, ne? Ich meine, wir hatten die 1000 Abos geknackt. Cool, ja. Freue ich mich auch wirklich drauf. Und das ist wirklich so ein Meilenstein, den ich lange hinausgearbeitet habe. Aber irgendwie hat es mich dann am Ende des Tages auch nicht mehr gejuckt. Aber auch nicht, weil ich irgendwie die 1000 erreicht habe. Sondern da muss ich jetzt, wie bereits gesagt, das wird ein emotionaler Talk. So ein Real Talk. Da muss ich aber auch wirklich ein bisschen tief in die Kiste greifen. Und ich will niemanden angreifen. Ich komme hoffentlich auf allem zu sprechen. Hoffentlich. Hoffentlich vergesse ich nichts. Aber ja, warum mich das auch so ein bisschen kalt gelassen hat, beziehungsweise ich das so stehen gelassen habe und dann einfach als in Anführungszeichen Dankeschön für die 1K habe ich ja Shining Ruby rausgebracht. Und das war eigentlich nicht mal als 1K-Abo-Special geplant tatsächlich. Aber ich war zu dem Zeitpunkt wirklich enttäuscht einfach, Real Talk. Und habe dann einfach das als 1K-Abo-Special ausgegeben, so abgegeben, verkauft, weil es sich in dem Moment einfach perfekt angeboten hat. Und warum ich so enttäuscht war, ist, es gab 2 Homies. Real Talk. 2 Homies, die mir beide auf Discord geschrieben haben, yo, Glückwunsch zu den 1K, dies, das, bla bla bla. Ich werde keine Namen nennen, aber die wissen das ja. Ich denke, okay, der eine Homie wird es wahrscheinlich nicht sehen, aber der andere vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht wird es auch keiner sehen, whatever, dann wissen die es nie. Auf jeden Fall waren 2 Homie und der eine natürlich, der hat mir ein bisschen mehr dazu geschrieben, zu den 1K und bla 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 und all so ein Scheiß. Und der andere, trotzdem. Geste ist Geste. Ich fand's abgrundtief geil. Ich habe mich mega gefreut, dass ich doch noch Leute habe, die hin und wieder auf meinem Channel gucken oder mich vielleicht sogar aktiv gucken, bla 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 oder keine Ahnung was. Aber den Rest, beziehungsweise der Rest von den OGs, die schon länger hier sind und die hin und wieder auf irgendwelche random YouTube-Videos Kommentare schreiben, was auch gefühlt einmal im ein Jahr ist, oder die hin und wieder in Streams dabei sind. Da weiß ich dann, dass sie zum Beispiel den Kanal nicht verlassen haben oder sonstigen Scheiß. Die haben halt nichts geschrieben und das hat mich so fucking enttäuscht, Real Talk. Das hat mich so enttäuscht. Ich weiß schon irgendwie, deswegen wollte ich auch die Channel News nicht mehr bringen oder sonst irgendwelche Update-Videos oder nachfragen, was ihr gerne sehen möchtet oder irgendwas mit euch machen, so gesehen euch einbeziehen. Weil ich weiß nicht, was es ist. Ich habe es ja schon 7 Milliarden Mal angesprochen. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Real Talk. Ich habe keinen Plan. Egal, ob ich auf YouTube streame oder auf Twitch. Am Ende des Tages kommt da immer die gleiche Kacke bei raus. Und zwar juckt keinen. So, und warum ich jetzt so enttäuscht war von den OGs? Weil ich ja weiß, dass sie noch so gut wie fast bei jedem Stream dabei sind. Einige mehr, einige weniger. Fand ich es halt wirklich umso enttäuschender. Nicht alleine jetzt, dass sie mir geschrieben haben, GZ zu den 1K. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Meine Zuschauer, die mich ja schauen, die sind, glaube ich, etwas älter. Die sind jetzt nicht ganz so jung. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es ging um die Geste. Allein, dass man so lange dabei ist, jahrelang, und dann nicht mal sowas schreiben kann, kurz auf Discord, so, ne, wenn man keine Zeit hat, on-stream kurz was zu sagen oder auf einem YouTube-Video oder keine Ahnung was, ist einfach so fucking enttäuschend, Real Talk. Ich, wie bereits am Anfang gesagt, ich möchte niemanden zu nahe treten, ich möchte niemanden angreifen, ich möchte einfach nur meine Gedanken loswerden, die ich schon seit knapp 3 Wochen, 1 Monat oder was weiß ich, whatever, wir haben uns ja auf 2,5 Wochen jetzt geeinigt, I guess, I don't know. Ich möchte einfach loswerden. Und ich hatte ja auch mal eine Zeit, das ist jetzt auch ein bisschen random, ne? Aber das möchte ich trotzdem erzählen. Ich hatte ja auch mal eine Zeit,
wo ich ja an Hollow X wieder saß, ne? Für die Leute, die es mitbekommen haben, der Hollow X Reboot steht ja demnächst auch an, also Release irgendwann, hoffentlich, so in ein, zwei Monaten. Und da habe ich mir 2 Wochen Auszeit genommen vom Streaming. Allein auch von der Tatsache, ich hätte es nicht mal machen müssen, die Auszeit nehmen, beziehungsweise ich hätte nicht mal im Hack arbeiten müssen oder keine Ahnung was. Es ist ja alles freiwillig, ne? Es ist ja nichts Vollzeit, nicht Teilzeit, nichts Aushilfe, Basis, gar nichts. Es ist einfach Hobby. So, trotzdem habe ich mir die Auszeit genommen, weil streamingtechnisch war eh tot. In der Zeit war mal wieder keiner am Start im Stream, außer vielleicht eine Person oder so. Das ist auch so eine Sache, die ich gleich ansprechen möchte, die ich auch nicht ein bisschen verstehe, aber ey, whatever. Ja, war halt tot. Dann habe ich mir 2 Wochen Auszeit genommen und kam, nachdem ich so gesehen mit Hollow X vorbei war und auch das Video schon aufgenommen hatte und keine Ahnung was, kam ich dann wieder on stream zurück und im ersten Stream kamen halt ein paar Leute von damals rein, obviously. Ich habe halt aber auch nicht gesagt, dass ich eine Pause mache oder so. Ich habe es einfach gemacht. War vielleicht auch ein bisschen dumm, aber weil, jetzt kommt wieder diese Inaktivität, vielleicht versteht ihr ja jetzt meinen Gedankengang, weil ich habe in der Vergangenheit immer wieder irgendwas auf Twitter gepostet oder Instagram damals auch oder auf Discord oder so, aber das hat kein Schwanz gelesen, bis heute nicht. Und deswegen poste ich eigentlich fast gar nichts mehr bezüglich Updates oder sonstigen Scheiß. Ich mache einfach alles auf YouTube und poste auf Discord irgendeinen Text, aber nicht meine Hoffnung, dass es irgendwer liest. Hauptsache, es steht irgendwo und fertig ist. So, deswegen habe ich auch nichts bezüglich dieser Pause gesagt. Und dann kam ich halt wieder und dann kam ein Kommentar von wegen, ja, warum sollte ich dich weiterhin supporten, wenn du eh weg bist, so, ne, in diesen 2 Wochen. Und mehr will ich nicht sagen, so, und es ist auch kein Angriff, ne, auf dieser Person. Alles Gucci, Real Talk, aber das hat schon ein bisschen nicht mein Herz gebrochen, hat mich auch nicht verletzt, aber ich war schon fucking big enttäuscht von der Person, Real Talk. Es geht mir jetzt nicht um Geld oder so, whatever, ne? Ich mache immer Witze von wegen Sub, Prime Sub ist kostenlos oder ey, sub doch mal rein, was los mit dir und so ist. Ich glaube, man kennt mich mittlerweile. Aber ich habe dann auch da on stream gesagt, hey, wenn man sagt, wir gucken dich als Person und wir supporten dich und dies, das, weil das waren deren Worte, dann finde ich, sollte man auch den Weg gehen und nicht nach 2 Wochen Pause sagen, yo, warum sollte ich dich weiterhin supporten, Digga? Du warst ja nicht da, so, ne? Hä? What? Also, um es auf dem, sag ich mal, auf den Punkt zu bringen, es ging um einen Sub tatsächlich. Um einen Sub, ne? Also ein Abonnement auf Twitch, der Geld kostet. So. Und mir ging's an dem Zeitpunkt nicht mal um den Sub per se. So, ne? Und, ich möchte, falls du das Video siehst, ich möchte, das ist jetzt nicht böse gemeint, deinen Sub nicht haben, ne? Also natürlich möchte ich ihn haben, Bruder, Money is Money. Aber ich möchte ihn nicht haben, weil ich ja deine privaten Umstände kenne, so, ne? Und deswegen will ich dich auch, und will keinen zwingen, mich zu subben. Gar keinen. Null. So, und fand das dann auch, weiß nicht, dann hab ich mich wieder so kacke gefühlt und ein bisschen zurückgerudert und gesagt, okay, vielleicht war das jetzt doch ein bisschen scheiße ausgedrückt, wie ich es gesagt habe. Aber dann hat mich auch ein anderer Zuschauer, der mich seit, sagen wir, fast Tag 1 supportet und auch, wo ich in den 2 Wochen inaktiv war, immerhin weiter supportet hat, hat dann aber auch in den Chat geschrieben, nee, nimm so alles gut, Real Talk, du hast nichts Falsches gesagt gerade. Wenn man sagt, man supportet und man feiert dich oder keine Ahnung was, dann supportet man auch weiterhin, solange es einem möglich ist, obviously. Gucken reicht ja schon. Kommentare auf YouTube schreiben, liken oder im Stream mal dabei sein, dies, das, bla bla bla. Mal ein Hi schreiben oder so. Das reicht mir ja schon, ist ja alles okay. Ich glaube mittlerweile, die etwas länger auf dem Channel sind, die kennen mich, die wissen das. Mir reicht das. Ich möchte jetzt nicht 1 Milliarde Money machen oder so, weil sonst hätte ich komplett anderen Content gemacht. Komplett. Aber ich war schon fucking enttäuscht, Real Talk. Ich war schon enttäuscht.
Dann aber auch zu sehen, das ist jetzt auch eine andere Sache, dann aber zum Beispiel auch zu sehen, dass man... Ich mache noch mit dieser Twitch-Sache ein bisschen weiter. Dann aber halt auch zu sehen, dass Leute irgendwie... keine Ahnung, ey, es ist so weird. Man sagt halt, man schaut dich als Person oder so, aber dann zockt man irgendein Game oder so und die Personen sind einfach wieder weg, so, ne? Es ist... keine Ahnung, ich werde einfach nicht schlau. Ich weiß aber auch at this point einfach nicht mehr, was ich machen soll. Soll ich at this point for real einfach aufgeben? 5 Jahre wegwerfen? Keine Ahnung, soll ich rumheulen? Irgendwie will ich das nicht auch. Also, keine Ahnung, ich bin ja auch eine Kämpferperson, sonst würde ich es ja nicht so lange durchziehen mit zero Erfolg, meiner Meinung nach, so. Ich weiß es einfach nicht, keine Ahnung, ey. Ja, auf jeden Fall... das dazu. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Es ist auch kein Angriff, kann ich nur zum 10.000 Mal sagen. Es sind nur meine Gedanken und wie ich denke, wie ich fühle und keine Ahnung was. Ja, und dann natürlich das ewige Hauptbaby YouTube. Abonnententechnisch wachsen wir, auch wenn es langsam ist, sehr langsam. Aber viewtechnisch gehen wir immer weiter runter, immer wieder zurück, immer weiter runter. Keine Ahnung, ich habe Pokémon eigentlich schon seit Tag 1 gemaint. Ich habe zwischendurch nur was anderes gemacht. Aber wir haben 1000 Subs. Davon sind legit 900 plus oder 900 tote Subs. Legit. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was ich fucking falsch mache. Ich bleib ich. Ich habe meinen Humor. Ich verändere mich nicht. Ich versuche die ganzen Let's Plays sogar ein bisschen knackiger zu machen, indem ich halt ein bisschen speede. Ihr habt gesagt, das ist fein. Ich mache sogar Cuts, wenn ich heile oder falls irgendein Mon zu lang braucht, um es zu fangen oder so. Ich mache keine Ahnung was. Keine Ahnung. Es ist einfach so traurig, so traurig. Wenn ich halt andere Channels sehe, die nicht mal 1000 Subs haben, sei es jetzt auf YouTube, ne? Trotzdem das Fünffache an Views machen, an Likes, an Kommentare, die sich eine Community schon aufgebaut haben, schon mit 2, 3, 4, 500 Abonnenten, dies, das, keine Ahnung. Oder auf Twitch, wie bereits gesagt, ich glaube, mein Twitch-Channel wird in 2 Monaten oder anderthalb oder keine Ahnung, 5 Jahre alt oder ist schon 5 Jahre alt, I don't know. Habe ich da trotzdem immer noch 1 bis 2 Zuschauer, vielleicht geht's mal hoch auf 3, 4 oder so. Ja, das ist alles cool, ich appreciate fucking jeden, real talk. Aber nach 5 Jahren, und dann sehe ich andere Channel, die vielleicht auch den gleichen Content machen wie ich, oder vielleicht ein bisschen anders, die haben 50, 60, 70, 80, 100, so, wisst ihr, was ich meine? Die könnten rein theoretisch als Teilzeit das machen schon. So. Und ich habe keinen Plan, ich weiß es nicht. Ich bin immer nicht zu 100%, das wäre wirklich gelogen. Sagen wir aber zu 80-90%, ich würde vielleicht sogar mehr gehen von mir selber aus, aber ich bleibe, wie gesagt, ehrlich. Ich bin immer ehrlich, ich sage meine eigene Meinung, ich sage euch meine Meinung zu anderen Themen. Ich finde scheiße, was manche andere machen und durchziehen und... keine Ahnung was. Und trotzdem werden die gefeiert. I don't fucking know. Ich hab real talk keinen Plan. Kein Plan. Und es ist einfach so traurig, meiner Meinung nach, zu sehen, dass neue Leute auf dem Channel finden, einen Kommentar schreiben von wegen... wie gesagt, ich will hier niemandem was unterstellen, aber ich sehe es ja. Es ist ja nichts Neues. Falls ihr schon damals Channel News verfolgt habt oder irgendwelche Pokémon-Nuzlocks, das Thema habe ich bestimmt schon 2-3 Mal angesprochen. Ich sehe Kommentare, Leute sagen, boah, Bruder, deine Qualität ist nice, dein Mic ist nice, dein Commentary ist wirklich gut für deine Größe. Du bist konstant, was andere nicht können. So, bla bla bla, warum hast du noch in Anführungszeichen so wenig Aufmerksamkeit? Bla bla bla, und dann schreiben die einen Kommentar vielleicht am nächsten Tag nochmal und dann sind die Personen einfach wieder weg. Ich höre nie wieder was von denen und sehe, wie meine Views einfach stetig von Jahr zu Jahr immer weniger werden. Ich versuche mich auszuleben, ich versuche kreativer zu sein, ich versuche
animieren zum Beispiel, die Intros, die mache ich alle selber, by the way. Natürlich Thumbnails, Overlay, ich mache alles selber mit GIMP. Mit fucking GIMP, nicht mal Photoshop, weil ich Photoshop nicht besitze. Mir wurde schon öfter angeboten, ne? Ihr wisst, was ich meine, Off-House, dies, das will ich aber nicht, finde ich scheiße. Intros kann ich mittlerweile, werde ich immer besser, versuche ich Neues zu lernen, dies, das. Ich weiß, ich habe noch einiges zu lernen, aber ich bin auch kein Illustrator / Animator oder was weiß ich. Aber ich mache alles selber, damit ich von niemandem abhängig bin. Video-Editing ist jetzt auch nicht so krass, aber was soll ich da auch bei Let's Plays krass machen? So, I don't know. Keine Ahnung. Thumbnails werden, glaube ich, mittlerweile richtig gut. Glaube ich, die gefallen mir, die neuen, wirklich sehr, sehr gut. Overlay-technisch mache ich hin und wieder ein paar Fehler. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Grafiker. Ich habe es auch nicht gelernt, nicht studiert. Keine Ahnung. Ich versuche mich mal auszuleben. Ich probiere was Neues. Es ist aber scheißegal. Es ist legit scheißegal. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit ROM-Hacks machen würde, die immer im Hype sind, glaube ich, wäre es auch legit scheißegal. Ich weiß for real at this point nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe real talk keinen Plan mehr. Ich bin wirklich fertig. Deswegen, wie bereits am Anfang gesagt, Titel passt irgendwie zwischen Verzweiflung und Akzeptanz, irgendwie sowas. Verzweiflung, was ich gerade gesagt habe, und die Akzeptanz, dass es einfach nicht klappt, dass ich damit leben muss, dass es vielleicht nie klappen wird, dass es einfach nichts für mich ist. Oder die Akzeptanz, okay, es hat nicht geklappt, gebe ich auf. Weil ich habe es ja schon mal gesagt und wahrscheinlich schon mehrere Channel-News-Videos diesbezüglich gemacht. Mit dem Aufgeben, dies, das, und habe immer weiter gegrindet. Weil ich eigentlich das Wort Aufgeben nicht kenne. Eigentlich. Aber ich weiß auch nicht mehr, will man nicht mal mehr von den OGs, die seit Anfang an dabei sind, Support kriegen kann? Von wem soll ich dann Support kriegen? Wisst ihr, was ich meine? Von wem? Von Hans-Peter Jürgen, der eine Woche auf dem Channel ist? Na. Und Friedrich Günther, der neu auf dem Channel ist und einen Kommentar geschrieben hat. Na, das haben wir, beziehungsweise habe ich ja schon zu oft gesehen. Die Leute sind trotzdem auch wieder weg. Warum? Weil ich nicht das erreiche, was andere erreichen können. Warum denn auch? Ich wäre zum Beispiel auch weg. Nicht, weil vielleicht die Qualität schlecht ist oder das Commentary oder sein, keine Ahnung was. Oder Overlay oder Schnitt oder gar nichts, keine Ahnung. Oder die Videolänge. Nein, ich wäre natürlich auch weg. Warum? Weil es einfach keine Community gibt. Real Talk. Real Talk. Also so geht's mir. Und ich denke, wenn es mir so geht, geht es wahrscheinlich auch vielen draußen so. Warum sollte ich bei irgendeinem Channel dabei sein, wo eh niemand was schreibt, wo die Person dann selber, also ich, der Creator, immer wieder fragt, ist das okay und keine Ahnung und ist sich unsicher und keine Ahnung was, weil Feedback kriegt man ja nicht. Wofür denn auch? Es werden ja immer weniger Zuschauer und die OGs sind ja auch nicht mehr am Start. So, wer soll mir Feedback geben? Eine Person, die mein Video zum ersten Mal sieht? Oh, hell no. Aber ich habe trotzdem Kommentare erhalten, zum Beispiel auf Blazing Emerald, von Personen, die meinten, hey, ich schaue dich jetzt seit, keine Ahnung, 2 Tagen oder so. Bist mega cool und haben mir dann Feedback gegeben. Das ist mega nice und das freut mich riesig. Aber kann man das immer erwarten? I don't think so. Deswegen, wenn nicht die OGs oder Leute, die schon ein bisschen dabei sind und mir helfen möchten zu wachsen, dann gar keiner. Dann ist es halt einfach so. Ich kann selber von alleine nur so viel machen. Ja, keine Ahnung, also emotional geht es mir gerade wirklich nicht scheiße, aber das nimmt mich gerade wirklich mit. Mir kommen fast die Tränen, Real Talk, weil das ist ein Traum, den ich mir erfüllen möchte. Ja, aber irgendwie nicht möchte, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, was ich falsch mache. Ey, ich fange wirklich gleich an zu weinen, holy shit, Mann. Ich weiß es einfach nicht, Boys, keine Ahnung, Mann. Und jetzt fange ich an zu weinen, Alter. Ach, scheiße, Mann, ey.
Keine Ahnung, was ich darum machen soll. Ich weiß es nicht. Freunde, ich fange wirklich an zu weinen. Das ist nicht fake, Mann. Puh, ich beende das Video jetzt einfach hier. Es kann nur noch bergab gehen. Ich bedanke mich trotzdem. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, dennoch irgendwie konnte ich euch unterhalten oder so. I don't know. Lasst einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Ach, fuck, Mann. Wir sehen uns einfach im nächsten wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.